Wir sind immer noch bei unserer Agenda, alles zu vereinfachen. Und wir haben zwei wesentliche Schritte schon erledigt. Und der dritte Schritt ist jetzt ein bisschen mathematisch, falls Sie zu den Leuten gehören, die bei dem Wort gleich Pickel bekommen, keine Sorge. Erstens machen wir nur etwas, was wir, zumindest wenn Sie bei mir die Vorlesung gehört haben, schon mal gemacht haben. Das heißt, ich werde das nur ganz kurz wiederholen. Darum sollte das ganz einfach sein und nicht wehtun. Worum es geht, ist das Folgende. Wir haben zum Beispiel eben einen Algorithmus gehabt, bei dem wir ausgerechnet haben, die Laufzeit ist im Worst Case 3n. Und dann haben wir aber gesagt, wenn man es ganz genau nimmt, ist die Laufzeit eigentlich im Worst Case 3n plus 1. Und was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen uns um solche Dinge hier nicht mehr kümmern. Wir wollen also rausarbeiten, was ist eigentlich entscheidend und was nicht. Und das ist natürlich, da kommt man nicht umhin, eine mathematische Frage. Einigen von Ihnen wird vielleicht jetzt schon Licht aufgehen, worauf das hinauslaufen wird. Ich will Ihnen aber zuerst mal einfach ins Blaue hinein eine Frage stellen, die gar nicht richtig exakt formuliert ist. Wir stellen uns zwei hypothetische Algorithmen vor, und da habe ich ausgerechnet, wie die Laufzeit in Abhängigkeit von der Größe des Inputs aussieht. Stellen Sie sich vor, der Input ist wieder sowas wie ein String der Länge n, und ich habe ausgerechnet, bei dem einen dauert es 10n hoch 4 plus 12n plus 8 Schritte und bei dem anderen 2 hoch n plus 2n plus 3. Und die Frage ist, welcher von diesen beiden Algorithmen hat das bessere Laufzeitverhalten? Ich habe das hier in Häkchen gesetzt, weil wir ja noch gar nicht gesagt haben, was besser bedeuten soll. Also vielleicht sagen Sie das einfach erstmal selbst, was Sie meinen. Auch hier hatte ich ja schon gesagt, es kommt ohnehin nicht auf richtig oder falsch an. Sagen wir mal, zumindest die Mehrheit war der Meinung, dass Algorithmus A das bessere Laufzeitverhalten hat. Wenn wir Missverständnisse noch mitrechnen, wird die Mehrheit noch ein bisschen größer. Ich bin auch der Meinung, das sehen Sie an diesem Haken hier, dass Algorithmus A das bessere Laufzeitverhalten hat. Und ich will Ihnen das mal versuchen zu begründen. Und dann können wir auch gleich ein bisschen darüber nachdenken, ob das wirklich so eine ganz allgemeine Richtschnur ist. Algorithmus A hatte die Laufzeit 10n hoch 4 plus 12n plus 8. Und B hatte die Laufzeit 2 hoch n plus 2n plus 3. Und falls Sie nicht sowieso schon mal so einen Unterschied zwischen sogenannten polynomialen und exponentiellen Laufzeitverhalten gesehen haben, zeige ich Ihnen das jetzt nochmal. Die Worte werden noch öfter wieder vorkommen. Ich mache mal so eine ganz kleine Tabelle, die habe ich vorher schon mal ausgerechnet. Was kommt denn hier raus als Laufzeit, wenn ich Algorithmus A und Algorithmus B vergleiche für bestimmte Werte, zum Beispiel 5, 10, 20 und 50 habe ich hier mal genommen. Wenn ich Algorithmus A nehme, dann braucht der Algorithmus hier 6318 Schritte. Hier braucht er 100.128 Schritte. Hier braucht er 1.600.248 Schritte. Und hier braucht er 8.100.368 Schritte. Und bei diesem Algorithmus ist es so, dass er nur 45 Schritte braucht. Also schon, klingt schon besser, ne? Und bei diesem hier, wenn ich zum Beispiel 10 eingebe, also einen String der Länge 10 in unserem Beispiel, braucht er nur ungefähr 1000 Schritte statt 100.000. Tja, das hätten Sie nicht gedacht, ne? Ja. Genau. Hier ist es auch immer noch ein knapper Vorteil, aber man merkt, dass der Algorithmus B sozusagen aufholt. Hier hätte er eine Laufzeit, die auch schon 1 Million ist. Hier haben wir ungefähr 1,5 Millionen. Hier bei 50 ist die Laufzeit, ich schreibe es erstmal hin, schon im Bereich von Milliarden im Vergleich zu 8 Millionen. Wenn ich also hier mal einen Faktor hinschreibe, was ist das Laufzeitverhalten von B im Vergleich zum Laufzeitverhalten von A? Dann ist der Faktor hier ungefähr 0,01, ganz grob gerundet, also nur 1% der Laufzeit. Hier ist der Faktor ungefähr 0,01, auch ganz grob gerundet. Aber hier ist der Faktor schon 0,66, also ganz grob ist das 2/3 von dem hier. Und hier ist der Faktor 132,55. Das heißt, hier braucht der Algorithmus nicht einen Bruchteil von A, sondern er braucht 132 mal so lange wie A.
und probieren Sie es mal selbst aus oder vielleicht haben Sie das schon mal gesehen. Je größer diese Werte hier werden, desto schlimmer wird das. Was für uns entscheidend ist, sind zwei Dinge. Erstmal, das sollten Sie sich sowieso merken, da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen. Sie haben das Wort eben schon erwähnt, exponentiell ist ganz, ganz schlimm. Was aber auch wichtig ist, und damit wollen wir uns mal erst beschäftigen, ist, wenn Sie das mal durchrechnen und Sie lassen das hier hinten weg oder Sie ändern das hier hinten ein bisschen, dann werden Sie sehen, dass sich hier vorne kaum was tut. Das Entscheidende für das Verhalten dieses Algorithmus sind diese Werte hier. Das ist eigentlich wichtig. Es hätte eigentlich gereicht, in der Tabelle die beiden blau umkreisten Werte zu vergleichen. Und das da hinten ist im Vergleich dazu eigentlich völlig irrelevant. Natürlich immer mit Einschränkungen, weil alles, was ich jetzt sage, würde ja in diesem konkreten Beispiel erst ab hier stimmen, ne? Zum Beispiel. Also man muss natürlich immer überlegen und seinen Input analysieren. Und viele von den Gedanken, die wir uns jetzt hier machen, oder eigentlich alle, beziehen sich auf die Frage, was passiert, wenn der Input groß ist. Wenn der Input klein ist, brauchen Sie sich häufig über sowas gar keine Gedanken zu machen. Das Beispiel, was wir letzte Stunde hatten von Valerie mit den Testcentern, wenn Valerie nur 10 Kommunikationscenter auf der Welt verteilt hat, dann schreibt sie einfach ganz fix einen Algorithmus, der alle Möglichkeiten durchprobiert. Das sind nur 1024 und fertig. Da braucht sie nicht erst über theoretische Informatik nachzudenken. Wenn sie aber auf der Welt verteilt 100 Testcenter hat, dann ist das eine ganz andere Frage. Und uns interessieren eigentlich im Wesentlichen Fragen, die sich damit beschäftigen, was passiert, wenn n groß wird. Ich gebe dem hier mal Namen. Und zwar, das sind ja Werte, die von n abhängen. Das hier ist also, sagen wir mal, f von n. Und das hier nennen wir g von n. Das sind also zwei Funktionen. Und die Idee ist, dass wir so einen Begriff haben wollen und wie gesagt, Sie sollten sich eigentlich aus der aus der Mathematik daran erinnern, dass wir sagen, diese Funktion hier, oder sagen wir andersrum, diese Funktion g von n wächst mindestens so schnell wie die hier. Oder umgekehrt, dass wir sagen, diese Funktion hier links wächst nicht wesentlich schneller als die hier. Ja, das ist das, was wir eigentlich rausarbeiten wollen. Ich schreibe die Namen hier auch nochmal drüber, damit klar ist, worüber wir reden. Das wäre also unsere Funktion f von n und das wäre unsere Funktion g von n. Also was wir wollen, ist sowas wie f von n wächst nicht wesentlich schneller als g von n. Und gemeint ist genau sowas, wie es hier in dieser Tabelle steht. Wir interessieren uns nur für große n, das heißt, für uns ist das interessant ab einem bestimmten Punkt. Am Anfang kann es ruhig andersrum sein, wie man hier zum Beispiel an dem Bild, an der Tabelle sieht, aber ab einem Punkt soll dann das Wachstum der schneller wachsenden Funktion immer größer sein als das von der hier, auch wenn es am Anfang eventuell umgedreht sein sollte. Also erstens, wir sind nur am Verhalten ab einem bestimmten Punkt interessiert. Ab einem bestimmten Punkt interessiert. Erstens, das heißt also, ich formuliere das mal so, nur für große n interessiert uns diese Aussage. Und für große n soll dann gelten, also ab diesem Punkt, sagen wir mal, der Punkt heißt vielleicht n0, und es soll dann gelten für alle Punkte, die größer sind als dieses n0, also wenn n größer gleich dieser Punkt wäre, dann soll immer gelten, gn ist größer gleich fn. So. Das wäre das, was uns eigentlich interessieren würde. Und hier ist es so, das kann man jetzt an dem Bild nicht genau sehen, aber irgendwo müsste hier dazwischen ja der Punkt n0 dann auch liegen. Also irgendwo zwischen 20 und 50 würde hier so ein Punkt liegen. Ich habe das mal ausgerechnet, in diesem Fall wäre der Punkt 21. Also diese Funktion gn überholt die Funktion f von n
am Punkt 21. Und das wäre der Punkt, der uns interessieren würde. Also ab einem bestimmten Punkt, nennen wir N0, ist die eine Funktion immer mindestens so groß wie die andere. Dann würden wir sagen, diese Funktion wächst nicht wesentlich schneller als diese hier. Oder umgekehrt würden wir sagen, diese Funktion wächst mindestens so schnell wie die hier. Das ist das, was wir eigentlich rausarbeiten wollen. Und wir wollen sogar, und das ist wieder so eine ganz pragmatische Überlegung, sogar noch ein bisschen mehr. Und zwar sagen wir, wir würden das immer noch behaupten, wir würden das immer noch so hinschreiben, selbst wenn die Funktion g ein bisschen Hilfe braucht, um über die Funktion f rüberzukommen. Mit ein bisschen Hilfe meine ich, selbst wenn man sie mit einer festen Zahl mal nehmen muss. Warum das noch? Also bis dahin, bevor ich dieses 10-mal hingeschrieben habe, haben Sie vielleicht alle erstmal einfach genickt. Dieses 10-mal ist vielleicht auf den ersten Blick eine relativ starke Forderung. Also warum würde ich sagen, dass gn mindestens so schnell wächst wie fn, wenn ich dafür zur Hilfe nehmen muss, dass ich gn erst mit, sagen wir mal, 3-mal nehmen muss? Das ist einfach eine Sache, die aus der Erfahrung geboren ist, dass man sagt, wenn sich zwei Funktionen eigentlich nur dadurch unterscheiden, dass die eine um einen bestimmten Faktor schneller oder langsamer ist, ist das für die Praxis für große n nicht wichtig, weil, da haben wir schon mal drüber gesprochen, zum Beispiel in 2 Jahren ein Rechner rauskommt, der doppelt so schnell ist. Also wenn der einzige Unterschied zwischen zwei Algorithmen ist, dass das zweimal so schnell ist, ist das eigentlich nicht wichtig. Auch da ist natürlich wieder, muss man unterscheiden zwischen Theorie und Praxis. Wenn der Faktor zum Beispiel 1000 ist, dann ist das für die Praxis natürlich entscheidend. Wenn Sie einen Algorithmus haben, der 1000-mal so schnell wie ein anderer ist, werden Sie natürlich den Algorithmus nehmen, der 1000-mal so schnell wie der andere ist. Aber für diese ganz grundsätzlichen Fragen, über die wir erstmal nachdenken wollen, stellt es sich heraus, dass das nicht so wichtig ist. Darum werden wir das weglassen. Für uns ist also entscheidend, wenn wir diesen Fall hier vorliegen haben, die Funktion gn eventuell multipliziert mit einem festen Faktor, der sich nicht ändert, ist immer größer gleich fn ab einem bestimmten Wert n0, dann schreiben wir dafür, und das ist die Schreibweise, die Sie schon kennen, dass f von n aus groß O von g von n ist. Ja? Das bedeutet also, wenn Sie dieses hier ein bisschen umstellen, Sie können diese Formel ja ein bisschen umstellen, wenn Sie durch g von n teilen, dann heißt das f von n geteilt durch g von n, dieser Quotient, ist ein Wert, der eine bestimmte feste Grenze 10 nicht übersteigen kann. So kann man das hier auch hinschreiben. So kann man das meistens leichter überprüfen, indem Sie die Funktionen einfach durcheinander dividieren und gucken, ob das, was da rauskommt, etwas ist, was nicht beliebig groß werden kann. So. Und dann schreiben Sie das hin. Sie entsinnen sich hoffentlich aus der Mathematik, das nennt man die Groß-O-Notation. Man sagt dann zum Beispiel auch, Fn ist von der Ordnung Gn, das sind die sogenannten Landau-Symbole. Ich male Ihnen da erstmal ein Bild zu hin, wie das gemeint ist. Hier wäre n. Und dann haben Sie vielleicht eine Funktion, die sieht so aus. Die steigt erst ziemlich schnell, aber dann lässt sie nach. Das wäre unsere Funktion f von n. Dann haben Sie eine andere Funktion, die steigt erst ziemlich langsam, wird dann aber immer stärker. Das wäre unsere Funktion h von n. Und dann haben Sie irgendwas, was so ein bisschen dazwischen verläuft, so ein bisschen kruckelig vielleicht. Das wäre unsere Funktion g von n. Und wir sind interessiert daran, was für große n passiert, was also passiert, wenn wir immer weiter nach rechts gehen. Was man ja zum Beispiel sehen kann, ist, dass diese Funktion f von n am Anfang größer als h von n ist, aber dann irgendwann von h überholt wird. Und bei anderen Funktionen kann man auch entsprechende Zusammenhänge sehen. Wir haben jetzt ja 3 Funktionen, f, g, h, und alle von diesen Sachen könnten entweder stimmen oder nicht stimmen, jetzt nur anhand dieser kleinen Skizze, die ich da gemacht habe. Und da checken Sie mal schnell, welche von den Sachen stimmen und welche nicht stimmen. So, hier oben sieht das ganz gut aus, hier auch. Also eigentlich sind die Ergebnisse relativ okay. Wir gehen das aber trotzdem nochmal gemeinsam durch. Die bildliche Vorstellung ist einfach die, dass uns das Ganze nur ab einem bestimmten Punkt interessieren muss. Und hier könnte man zum Beispiel die Grenze hier ziehen und sagen, alles, was hier vorher passiert ist, interessiert mich gar nicht mehr. Das heißt, hier wäre zum Beispiel unser Punkt N0. Das ist ja auch nur ein ganz stark vereinfachtes Bild. Und wenn Sie jetzt hier reingucken, dann sehen Sie, dass ab diesem Punkt, diese Kurve Fn, so wie ich sie gezeichnet habe, auf jeden Fall immer unterhalb der Kurve Gn ist.
Das heißt, fn ist von der Ordnung g von n und natürlich liegt fn auch immer unterhalb der h-Kurve, weil die jetzt noch viel stärker steigt. Also fn ist von der Ordnung h von n. Eigentlich müssen Sie nur in dem Teil, der nicht rot durchgestrichen ist, gucken, welche Kurve unter welcher liegt. Darum ist gn von der Ordnung h von n auch und all die anderen Sachen, die ich dahin geschrieben habe, stimmen dann natürlich nicht. Ja? Das kann man an diesem Bild ganz simpel sehen. Und ich werde Ihnen jetzt, da das ja auch nur eine Wiederholung sein soll, nur noch mal ein paar Dinge in Erinnerung rufen, was so typischerweise wir für Beziehungen haben. Wir müssen eigentlich nur ganz wenige Sachen wirklich wissen. Das ist jetzt eigentlich nur mal anhand von einigen Beispielen, um uns klarzumachen, was denn da so gilt und was nicht gilt. Wenn ich sowas zum Beispiel habe, 4n plus 42, das ist ja so ähnlich wie bei unserem String-Beispiel eben, da würde man sagen, das ist von der Ordnung n. Das bedeutet erstens, ich kann diese 42 hier hinten weglassen, und zweitens kann ich auch den Faktor 4 weglassen, weil wir ja gesagt haben, dass Faktoren nicht wichtig sind. Ja? Das ist also O von n. Das Fachwort hierfür ist, Algorithmen, die von der Ordnung n sind, nennt man linear, weil die wie eine Gerade verlaufen. Das sind ziemlich gute Algorithmen. Sie dürften übrigens auch schreiben, nur nochmal, um klarzumachen, wie das gemeint ist, dass das umgekehrt gilt, weil nämlich diese beiden sich wirklich nicht unterscheiden. Nur das würde niemand schreiben. Sie wollen hier rechts immer einen möglichst einfachen Term haben. Sie wollen ja gerade diese ganzen Faktoren und Summanden und so weiter weglassen. Darum ist das hier Blödsinn, das macht keiner. So, und wenn Sie dann sowas haben wie 10n² plus 50n plus 3, dann heißt das einfach, das ist Groß O von n². Das heißt, bei Polynomen, wenn Sie hier so ein Polynom stehen haben, dann nehmen Sie einfach immer die höchste Potenz, lassen den Faktor weg, ganz einfach, dann ist das die Ordnung. In diesem Fall, der Fachbegriff hierfür ist, das hat ein quadratisches Laufzeitverhalten. Und entsprechend geht das weiter. Sie können natürlich schreiben, sowas hier ist jetzt, glaube ich, auch logisch. Ein Hundertstel ist ja auch nur ein Vorfaktor. Aber natürlich ist es jetzt wichtig, das muss ich auch sagen, Sie dürfen natürlich jetzt hier nicht einfach was Kleineres reinschreiben. Das stimmt dann nicht mehr. Das ist falsch, was hier steht. Entscheidend ist immer der höchste Exponent bei einem Polynom hier. Also das, wenn hier jetzt auf einmal n² stünde, wäre falsch. Es wäre richtig, wenn ich sowas schreiben würde, ein Hundertstel n hoch 3 ist von der Ordnung n hoch 4. Das ist zwar richtig, aber nicht gut, das ist nicht die bestmögliche Abschätzung, weil ich ja noch stattdessen n hoch 3 hinschreiben könnte. Ich möchte schon eine Beschreibung haben, die der ursprünglichen Kurve möglichst gut entspricht. Darum ist das hier zwar richtig, aber ich setze das mal so in Klammern. Das ist nicht die bestmögliche Abschätzung. So, wir haben bisher nur, das wissen Sie ja, das sind alles Polynome, wir haben bisher nur Polynome betrachtet. Was aber natürlich ganz wichtig ist, sind diese Exponentialfunktionen. Wir haben eben schon von exponentiellem Wachstum gesprochen. Das hier zum Beispiel, da steht ja der Exponent, da ist der n der Exponent und steht nicht unten. Das ist eine typische Exponentialfunktion. Bei der gilt, dass dieses hier eben nicht in dem drin ist. Ja? 2 hoch n ist nicht in O von n Quadrat drin. Und es ist so, dass 2 hoch n in überhaupt keiner polynomialen Funktion drin ist. Also auch wenn ich hier sage, okay, dann nehmen wir halt n hoch 1000, das ändert auch nichts. Ja? Egal, wie hoch ich hier den Exponenten mache, irgendwann wird das immer von dieser Funktion überholt. Die wächst einfach schneller. Und das hat auch nichts damit zu tun, was hier unten steht. Ich kann hier auch 3 hoch n schreiben. Ich kann hier auch zum Beispiel, mache ich vielleicht auch mal, sowas schreiben wie 1,1 hoch n. Das ist immer noch schneller als sowas hier. Das Einzige, was ich haben muss, ist, dass das, was hier steht, natürlich größer als 1 sein muss. Wenn hier 1 steht, dann ist die Funktion immer 1. Und wenn hier kleinere Werte als 1 stehen, wird die Funktion immer kleiner. Das wäre auch wieder so ein Algorithmus, den es eigentlich nicht geben kann. Ne? Aber solange hier irgendwas steht, was größer als 1 ist, wächst das schneller als jedes Polynom. Ganz wichtig. Das bedeutet, wenn wir dann zum Beispiel ein Laufzeitverhalten ausrechnen wie das hier, 2 hoch n plus 10n hoch 5, plus 28, das sind ja immer Summen, dann ist es hier auch wieder so, dass wir alle Summanden, die nicht so wichtig sind, wegstreichen können. Den sowieso, das haben wir eben schon mal gemacht. In diesem Fall können wir aber auch den wegstreichen, weil der nicht so schnell wächst wie der hier. Das heißt, hier würden wir einfach sagen, das ist ein
tatsächlich exponentielles Laufzeitverhalten. Da ist der Rest hier nicht mehr wichtig. Das trägt natürlich auch was dazu bei und kann am Anfang sogar der wesentliche Beitrag sein. Wenn n groß genug ist, ist aber nur noch das wichtig. Und es geht uns ja um Vereinfachung. Wir wollen das möglichst vereinfachen. Zwei Beispiele noch. Was meinen Sie denn, was hier rauskommt? Okay, die Antwort ist, 2 hoch n reicht nicht, ist zu wenig, also das wächst schneller als 2 hoch n. 4 hoch n würde stimmen, wäre aber nicht die bestmögliche Abschätzung. Man kann das noch knapper abschätzen. Und die bestmögliche Abschätzung ist n Quadrat mal 2 hoch n. Wenn Sie einfach nur 2 hoch n schreiben, dann ist ja der Quotient zwischen den beiden, n Quadrat 2 hoch n und 2 hoch n ist der Quotient n Quadrat, und dieses n Quadrat, der Quotient selbst, wird auch immer größer. Und wir hatten ja gerade gesagt, wir schreiben das nur hin, wenn der Quotient nicht immer größer wird. Ja? Darum reicht 2 hoch n als Abschätzung in diesem Fall nicht. 4 hoch n würde reichen, wäre aber eine Funktion, die noch wesentlich schneller als das hier steigt. Darum ist das das Beste, was man hinkriegen kann. Sie sehen also, es kann natürlich immer noch schlimmer gehen als exponentiell. So, und allerletztes Beispiel, das ist ein ganz einfaches, das möchte ich Ihnen aber auch nochmal gezeigt haben. Wenn Sie so eine Funktion haben wie zum Beispiel 42, also etwas, was immer konstant 42 braucht, dann schreibt man dafür, wovon was? Dafür schreibt man typischerweise O von 1. O von 42 wäre auch nicht falsch, O von 0 wäre falsch. Aber O von 42 wäre auch nicht falsch, aber man sagt O von 1, das bedeutet einfach konstantes Laufzeitverhalten. Und das bedeutet, die Laufzeit von diesem Programm hängt nicht davon ab, was Sie eingeben. So müssen Sie das verstehen. Und das ist das, was wir in unserem RAM-Modell hatten. Da habe ich ja gesagt, plus, mal, if und so weiter braucht immer nur eine Zeiteinheit. Was ich damit eigentlich meinte, wenn Sie jetzt im Sinne von Vereinfachung denken, plus, mal und so weiter braucht immer nur O von 1. Das heißt, es kann zum Beispiel sein, dass plus 10 Taktzyklen braucht, und mal braucht 100 Taktzyklen. Aber die Anzahl der Taktzyklen ist immer gleich. Darum brauchen beide Operationen nach dieser Schreibweise O von 1. Und in Zukunft wird uns das egal sein. Das ist das, worum es eigentlich geht. So, und jetzt können Sie mal zum Üben, eigentlich brauchen Sie nur die Beispiele durchzuschauen, selbst sich mal versuchen an so einem Ding. Sie sollen ankreuzen, nicht die, die wahr sind, sondern Sie sollen die ankreuzen, die wahr sind und die man nicht besser hinschreiben kann. Habe ich Ihnen ja eben Beispiele dafür gemacht. Wie bei allen anderen Dingen, Sie müssen das nicht jetzt alles komplett richtig haben, sondern es geht einfach nur darum, dass Sie erstmal selbst drüber nachdenken. Hier waren sich alle einig, muss ich nichts drüber sagen. Hier waren sich auch alle einig, also muss ich hier auch nichts drüber sagen. Ich sage aber trotzdem was drüber. Das ist richtig, aber nicht die bestmögliche Abschätzung. Darum haben Sie das auch alle nicht angekreuzt. Dieses hier ist falsch, das hat auch nur einer nicht gesehen. 3 hoch n wächst halt noch schneller als 2 hoch n. Darum darf man das so nicht hinschreiben. Dies ist wiederum richtig, da waren sich im Prinzip auch alle einig. 3 hoch n ist der dominante Term, also steht hier 3 hoch n. Dieses hier ist zwar eine wahre Aussage, aber es ist nicht die bestmögliche, weil 3 hoch n die bestmögliche ist. Diese hier sind ein bisschen schwieriger, ist jetzt auch nicht schlimm, wenn Sie das falsch haben. Entscheidend ist erstmal die Logarithmusfunktion, wenn Sie mal überlegen, wie die aussieht. Ich habe Ihnen gesagt, schauen Sie mal zum Beispiel auf Wikipedia, die steigt ganz schwach nur an und da können Sie irgendeine Gerade hinmalen, die langsam ansteigt, die wird irgendwann den Logarithmus überholen. Der Logarithmus wächst also noch langsamer als das hier. Und zwar jeder Logarithmus, ich habe hier nicht mal rangeschrieben, was das für einer sein sollte, jeder Logarithmus wächst langsamer als jede Gerade. Was bedeutet, nur mal so nebenbei, dass Logarithmus das Beste ist, was Sie kriegen können bei Algorithmen im Allgemeinen. Es gibt einige Algorithmen, die haben logarithmische Laufzeit, die sind total super. Das, womit wir uns beschäftigen werden, ist leider genau die andere Kategorie von Algorithmen, die total unsuper sind. Das heißt also hier in diesem Fall ist der Term nicht wichtig und der Term nicht wichtig, nur der ist wichtig. Und da hatten wir eben schon gesehen, dass das nicht gut genug ist. Ja? Dieses n hoch 4 spielt da auch noch eine Rolle mit. Und dieses hier ist so ein Fall wie eben mit dem 4 hoch n, was wir gerade hatten. Das, was hier steht, stimmt zwar, ist aber immer noch nicht die bestmögliche Abschätzung.
Die bestmögliche Abschätzung wäre in diesem Fall gewesen n hoch 4 mal 2 hoch n. Okay, das ist eigentlich auch nur mal so ein bisschen zum Üben gewesen. Und damit sind wir mit diesem Thema eigentlich schon durch. Wir hatten am Anfang so ein Programm, was wir machen wollten zum Vereinfachen. Und da habe ich Ihnen gesagt, wir würden gerne drei Dinge machen. Wir würden Implementationsdetails ignorieren, wir würden gerne die meisten möglichen Eingaben ignorieren und wir würden die Laufzeitberechnung gerne stark vereinfachen. Und genau das haben wir jetzt alles erreicht. Der erste Punkt, Implementationsdetails ignorieren, das haben wir dadurch erreicht, dass wir ein ganz simples Rechnermodell genommen haben namens RAM und alle Dinge, die Rechner kompliziert machen, vergessen. Wir haben einen ganz einfachen Modellrechner, mit dem wir arbeiten. Der zweite Punkt, dass wir die meisten möglichen Eingaben ignorieren, das ist das, was wir Worst Case genannt haben. Wir werden also in Zukunft nicht mehr da sitzen und uns den Kopf darüber zerbrechen, was alles möglich ist als Eingabe, sondern wir werden einfach überlegen, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Und das ist unsere Richtschnur. Und das Dritte ist, dass wir die Laufzeitberechnung ganz stark vereinfachen wollten. Dafür haben wir die Landau-Symbole, die wir zum Glück schon alle aus der Mathematik kennen. Das sind die Groß-O-Dinger. Und mit all diesem zusammen haben wir ein ziemlich stark vereinfachtes Modell, was wir in Zukunft benutzen werden. Und jetzt können wir uns eigentlich wieder richtigen Algorithmen zuwenden.